Ja, hallo, ich grüße jetzt hier alle Online-Fans und User. Ich bin froh, in der Freiheit zu sein. War schon echt krass so und ja, freut euch auf mich und was kommt demnächst noch. Oder auch nicht. Ich fühle mich jetzt ein Stück weit befreit, würde ich so sagen. Also mein Ehrgeiz hätte mich dazu gebracht, weiter drin zu bleiben, aber ich bin echt froh, jetzt draußen zu sein, weil man kann sich das von außen nicht vorstellen, wie heftig und wie anstrengend das ist, auf so ein paar Quadratmeter mit Menschen zusammen zu sein, die man eigentlich nur kurze Zeit kennt und dann eben intensiver kennenlernen. Ich bin also ehrlich gesagt froh, dass ich raus bin. Ja, es war sehr anstrengend. Ich bin traurig, weil ich Cosimo verlassen musste und ich bin traurig, weil es Leute im Haus gab, an die ich sehr gehangen habe oder hängen. Ich meine, wir sehen uns wieder, klar, aber so das Haus werde ich so nicht an sich vermissen. Ich habe ja ein schönes Zuhause, ne? Aber die Leute, wo ich mich dran gewöhnt habe, das wird für mich, das war für mich ein Stück weit schwierig jetzt. Also zu sehen, dass Benny traurig ist und Cosimo traurig ist und Steve auch traurig war, das waren ja so die Leute, mit denen ich immer abgehangen habe. Ja, das war aber dann auch schon alles. Ja, das Größte, was ich vermisst habe, ist ja gegangen. Das war Florian. Und danach gab es eigentlich nicht mehr viel, was mich da so gehalten hat. Außer, wie gesagt, Cosimo. Und den sehe ich draußen wieder. Deshalb, also an dem Haus, Big Brother, was mich da jetzt so. Nö. Ein Pool kann ich mir bauen, ey. So. Vermisst da nichts. Also im Haus hätte ich verzichten können, auf jeden Fall auf Jacqueline. Weil das eine Zicke ist, ey. Und mit Dagi habe ich mich die letzte Zeit ganz gut verstanden. Am Anfang hätte ich auch auf die verzichten können, aber das kam ja danach. Deswegen nö, will ich nicht. Also Jacqueline hätte ich verzichten können. Leon hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Also im Haus ist mir am meisten vor dem Auszug natürlich Florian an erster Stelle und dann Cosimo und Benny. Und Ingrid natürlich. Ingrid war so das Maskottchen im Haus, da hab ich auch schon dran gehangen, auch wenn das nicht immer so deutlich war. Aber Cosimo war jetzt zum Schluss, als ich drin war, so ja, die Person, wo ich mich wirklich astrein mit verstanden habe und wir auf jeden Fall uns super angefreundet haben und wir werden noch viel miteinander zu tun haben. Boah, mein schönster Moment im Haus. Schlag mich tot, wie spät ist das, ey? Kann ich dir gar nicht sagen, was mal. Also der schönste Moment im Haus war mein Geburtstag, wo ich die Briefe von meiner Familie bekommen habe. Und ja, das alles, das war das Schönste für mich. Ja. Mein traurigster Moment war, dass Florian ausgezogen ist. Da war ich echt am Boden zerstört, was ich so von mir eigentlich ja nicht kennen so. Das ist selten. Also ich bin schon mal klar, dass ich so zusammengebrochen bin oder so und gesagt habe, boah, ich kann jetzt nicht mehr. Aber im Haus jetzt selber, die Situation an sich war für mich ganz, ganz schlimm, als Florian ausgezogen ist. Das war so ein Heulkrampf hatte ich schon ewig nicht mehr. Ja, das ist ja auch, das ist ein Mensch, ey. Das war ganz schlimm für mich, Florians Auszug. Ja, für immer in Erinnerung bleiben werden mir auf jeden Fall Momente mit Cosi. Mit Florian und mit Benny. Von Benny die Heulattacken, dass ich den dann immer getröstet habe. Das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Dann ja, Florians Auszug, wie gesagt. Und die Momente, die ich mit ihm genossen habe. Und Cosimos Witze so, ne? Also funky. Und Thai-Massage und so. Das waren so. Also es war leicht, mein Geheimnis zu hüten, ne? Aber hinterher habe ich gedacht so, ich wusste ja, der Tag, der Auszug heute, ich habe es gefühlt und habe mir gedacht, no risk, no fun, ne? Wäre ich geblieben, wäre ich auf der Nominierungsliste geblieben und deswegen habe ich gesagt, Cosimo, hol dir das Ding zurück. Weil was Rayo und Benny da veranstaltet haben, habe ich ja ganz groß und laut, das haben ja Millionen Menschen gehört, meine Meinung dazu gesagt, dazu stehe ich immer noch. Das war unfair und ich habe gesagt, wenn die das Spiel so spielen, spielen wir das Spiel so. Du holst dir das, wenn ich ausziehe. Ganz einfach. Und wenn ich nicht ausziehe, no risk, no fun, ne? So ist das im Leben. Ich habe Cosimo total gern, ja, warum auch nicht? Ist ja ein lieber Kerl, ne? Aber nicht so als Beziehung, nee, das wirklich nicht.
Das war, du musst dir vorstellen, nochmal, du bist in dem Haus drin, du freundest dich mit jemandem an und das war ja ganz zu Anfang. Um klarzustellen, nicht ich habe Cosimos Hand genommen, sondern Cosimo hat meine Hand genommen. So am Rande. Und in dem Haus Gefühle zu zeigen zu einem Menschen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich habe es so empfunden, wie ich es im Haus gesagt habe. Immer wenn ich in Cosimos Nähe war, war Dagi da. Und vorher ja nicht. Also, das war mein Empfinden und so habe ich es ihr auch gesagt. Wenn ich falsch lag, dann ist es eben so. Gibt aber trotzdem keinen Grund, mich zu entschuldigen. Und ich habe Cosimo gern und schauen wir mal, ne, was sich so entwickelt. Ja, als erstes werde ich jetzt mal zu Hause mein Gesicht abwaschen, ins Bett gehen. Das werde ich tun. Oh. Und mit keinem sprechen. Ich will jetzt mit niemandem sprechen, außer mit meiner Familie. Weil ich bin wirklich fix und fertig. Ich bin total kaputt und dann. Morgen werde ich Florian und Well treffen. Die kommen zu mir nach Hause und dann werden wir was essen gehen in Ruhe. Na klar, habe ich weitere Pläne. Deswegen bin ich ja ins Haus gegangen. Wer macht das nicht? Ich bitte dich, ey. Die gehen doch nicht. Das habe ich ja im Haus auch gesagt. Also ich hab keinen da drinne erlebt, der mir sagt, ich bin aus Jux und Dollerei hier. Steve ist neutral. Das ist aber auch der Einzige. Cosimo sagt, er will in der Musikbranche Fuß fassen. Wo ich ihm aber auch gesagt habe, Junge, steiger dich da nirgendwo rein, ne? Das ist, Karriere fängt bei mir an, wenn man wirklich was geschafft hat. Ist so, oder? Siehst du das anders? Und alle, die da drin waren, auch eine Ingrid, alle, die da drin waren, sind reingegangen, um irgendwas zu starten. Der eine schafft es, der andere nicht. Und ich will eine davon sein, die das schafft. Sonst wäre ich ja auch nicht so einfach so reingegangen, ne? Spaltet sich ja auch. Das heißt ja nicht nur, weil ich rausgewählt worden bin, dass ganz Deutschland mich hasst. Also ich habe ja auch die Leute, die mich mögen. Von daher, nehme ich das leicht, ey. Musik will ich machen jetzt als nächstes. Habe ich ja immer gesagt, ne? Ich habe also meinen Song schon selbst, zumindest den Refrain haben wir schon. Und jetzt, das nächste, was ich mache, in den nächsten 3 Tagen nach Aachen fahren, ins Musikstudio und werde mal gucken, ob ich eine Platte hinkriege, ey. Du bist die Wurst, um die es heute geht. Du bist der Mann, der mir den Kopf verdreht. Du weißt, ich kenne mich mit Würstchen aus, denn ich bin Bensen aus dem Babyhaus. Das ist schon mal der Refrain. Und den Rest, der steht schon. Das müssen wir dann gucken, ob wir das nur noch hinkriegen. Die Wurst, die mir den Kopf verdreht. Ist doch gut, oder? Also, ich habe auf jeden Fall was draus gelernt. Ich weiß, was es bedeutet, jetzt keine Freiheit zu haben. Zum einen. Zum anderen Sachen mehr zu schätzen, die man, die draußen selbstverständlich sind, wie zum Beispiel das Essen. Das war ja nicht immer selbstverständlich da drin. Oder eben halt Kleidung. So, das ist draußen alles selbstverständlich. Du kannst machen, was du willst. Dir setzt keiner Grenzen. Und Big Brother war, also ist für mich, und das habe ich gelernt durch Florian, ich habe es auch immer so als Projekt gesehen. Letztendlich war es ein Spiel, aber es war ein krasses Spiel. Und dieses Spiel hat mir gezeigt, dass wir es eigentlich total gut haben. Und wenn du da drin steckst, du gehst an deine Grenzen. Ja, doch, ich habe schon eine Menge gelernt, auch wenn ich das nicht so ausdrücken kann, aber war schon ziemlich heftig. Ich hab eine Menge mitgenommen und ich werde jetzt die Dinge alle schätzen, die ich vorher vielleicht nicht so geachtet habe. Ja. Auch Menschen vielleicht, mit denen ich, wo ich gedacht habe, das liegt mir nicht so oder das ist mir nicht so, das fehlt mir ja alles. Und mal schauen, ne? Ich habe ja oft für Krawall gesorgt, einfach weil ich mich eingeengt gefühlt habe, ne, in vielen Sachen. Ich lasse mir eigentlich nichts sagen und da gab es eben halt Regeln, die du befolgen musstest und wenn du die nicht befolgt hast, dann drohte dir zum Beispiel so ein beschissener Strafbereich. Da willst du natürlich nicht hin, weil das war arschkalt zum einen, zum zweiten gab es keine Matratze, zum dritten das Klo war ekelhaft, das habe ich ja noch geleert und so ein Scheiß alle. Das willst du nicht und deswegen versuchst du dich an die Regeln zu halten, so gut und ja, wie es geht und wenn dann andere Fehler machen, du ärgerst dich darüber, weil das ganze Team darunter leidet und ich gehöre ja mit zum Team. Ich bin dann sehr egoistisch, also ich bin ein egoistischer Mensch. Das sind sie aber fast alle da drin und ja, egoistisch sein ist vielleicht auch nicht immer angebracht, so ey. Ich weiß es nicht, ey. Es ist so anstrengend. Big Brother ist echt anstrengend, ey. Ich wollte jahrelang da rein und jetzt habe ich das voll geschafft. Und jetzt bin ich froh, draußen zu sein. Ich kenne das jetzt.
Ich meine, ich würde jederzeit nochmal einen Abstecher da reinmachen, um ein bisschen Wind reinzubringen in die Bude, ne? Nochmal schön rumzuschreien und so. Aber ich will da jetzt nicht nochmal für ein paar Wochen wohnen, 4 Wochen lang. Also war schon krass, ey. Ja, ich grüße an der Stelle nochmal alle Online-User. Danke und vielen, vielen Dank für alle, an alle Leute, die an mich geglaubt haben, die mich ganz toll finden. Und danke auch an die Leute, die mich nicht so toll finden. Aber ich komme wieder, keine Frage. Und bis dahin, ja.